Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, ich freue mich wieder, dass ich hier mit einigen profilierten Kollegen am Tisch sitzen kann und heute ein bisschen eine andere Frage diskutieren, nämlich die Frage, wie beschaffe ich mir denn Informationen über SARS-Coronavirus oder Covid? Wir wissen alle, das ist ja keine Schwierigkeit, etwas zu sehen. Es gibt überall das Problem, über Informationen. Das Problem ist viel eher, wie finde ich mich in der Flut der Informationen zurecht, die hier auf mich einprasseln, was für Filter muss ich anlegen und wie gewinne ich, filtriere ich das raus, was ich brauche für meine Arbeit in der Infektionsmedizin, in der Krankenhaushygiene. Und ich habe hier heute mit mir verschiedene Blickrichtungen oder Leute, Kollegen, die verschiedenen Blickrichtungen da drauf schauen. Wir haben zwei Praktiker aus der Krankenhaushygiene, Simone Schalker aus Göttingen und Ulrich Vogel aus Würzburg. Wir haben Tim Eckmanns vom Robert-Koch-Institut. Das ist natürlich auch eine eigene Sichtweise auf die Dinge. Und ich freue mich noch sehr, dass wir Herrn Meerbohl aus Freiburg bei uns haben. Er ist Direktor des Instituts für Evidenz in der Medizin und Direktor der Cochrane Stiftung Deutschland und hat hier einen besonderen Einblick in die Art und Weise, wie hier Daten zusammengefasst und dargestellt werden können. Ich fange an mit der ersten Frage an Ulrich Vogel. Also wie gehst du denn vor, Ulrich? Wie identifizierst du denn, was relevant ist an Publikationen und an neuen Daten, die ja wirklich täglich und stündlich erscheinen? Ich habe in den letzten Monaten mich oft gefragt, wie sich mein Leben so geändert hat, was die Arbeit angeht, diese klassische Art, sich Publikationen zu besorgen, die zu studieren, ist sehr stark ergänzt worden durch so eine etwas räuberische Methode, alles Mögliche anzuzapfen, was einem auch die neuen Medien bieten. Und ich beobachte mich, wie es zu einer Routine geworden ist, dass ich bestimmte Podcasts habe, die ich mir regelmäßig anhöre, die ich als sehr informativ empfinde. Die sind von der IDSA oder von der SHI. Natürlich auch der NDR-Podcast ist sehr, sehr hilfreich, um aktuelle Literatur vordiskutiert zu bekommen. Ähnlich wie die DGM macht die SHI auch eine Town Hall, die immer einmal in der Woche stattfindet. Das ist nicht unbedingt ein Literaturexkurs, sondern eine sehr, sehr praxisnahe Darstellung, wie man mit Problemen umgeht. Beispielsweise im Frühjahr sehr intensiv der Mangel an Schutzausrüstung, wie sind die da in verschiedenen Krankenhäusern in den USA mit umgegangen. Und das ist natürlich sehr ähnlich dem, was wir hier auch erlebt haben. Ich habe früher nie Twitter benutzt, das mache ich jetzt aber schon intensiv und gehe jeden Morgen einmal auf die neuen Twitter-Meldungen von verschiedenen Fachgesellschaften, von Journals und von Behörden, die einem einen sehr, sehr guten Impuls geben, was gerade sehr aktuelle Publikationen sind. Ich muss auch sagen, dass der SPD-Politiker Lauterbach ein sehr aktiver Twitterer ist und einen sehr, sehr guten Literaturüberblick, glaube ich, hat. Und das ist auch eine neue Erfahrung für mich, dass ich mich von so jemandem ein bisschen lenken lasse. Und ich habe auch eine Routine entwickelt, dass ich morgens beim Teekochen mir vom BBC die Coronavirus-Updates anhöre. Die gibt es einmal weltweit und einmal für England selber. 5 Minuten, ganz kurzer Abriss und man ist gut unterwegs. Und was ich auch sehr, sehr schätze, neben all den guten Sachen, die auch das RKI ja uns gibt, was die Datenaufbereitung angeht, also die täglichen Lageberichte finde ich exzellent. Ich finde auch sehr gut ArcGIS, was das RKI uns bereitstellt. Hervorragend vorbereitet auch für die eigenen medizinischen Lagedarstellungen im Klinikum sind die epidemiologischen Darstellungen durch die New York Times. Und ich nutze auch die Süddeutsche Zeitung, die sehr, sehr gute Grafiken hat. Das kann man quasi auch direkt immer nehmen, um die Lage darzustellen. Also so von meiner Seite eine interessante Erfahrung, dass ich in diesem Jahr zu einem etwas obsessiven Nutzer meines iPhones geworden bin, das all diese Dinge ausspuckt. Vielen Dank, Simone. Du bist ja im Prinzip in einer ähnlichen Position, aber du gehst noch ein bisschen über das hinaus, hast du vorher schon erzählt. Was sind denn deine Ansätze?
Oh nein, hallo Georg erstmal. Ich glaube, ich gehe gar nicht über das, was Uli Vogel macht, hinaus, sondern ich stehe deutlich dahinter zurück. Für mich hat sich nämlich eigentlich gar nichts geändert. Für mich hat sich geändert, dass ich Montag bis Sonntag 16 Stunden durcharbeite seit Februar und dass ich mir auch die Zeit, wie wir alle, extrem gut einteilen muss. Und ich habe mich darin kennengelernt, dass ich mich leichter verliere, wenn ich versuche, sehr viele Quellen an Daten, ich möchte es nicht Informationen nennen, sondern Daten ganz bewusst nutze. Und ich gucke nicht auf Twitter. Ich habe schon immer BBC gehört, weil ich BBC exzellent finde, auch in dieser Corona-Krise. Ich habe schon immer die Seiten des CDC und der SHIA kontaktiert. Das mache ich auch weiterhin. Die Frequenz hat sich geändert. Und ich diszipliniere mich, die Suchstrings, die ich bei meinen Suchen eingebe, die ich auch regelmäßig immer durchgeführt habe, stärker zu fokussieren und nicht zu sehr abzuschweifen, um dann wirklich auch Antworten auf die Fragen zu finden, die ich glaube, beantwortet haben zu müssen. Ich versuche nicht zu viele Podcasts zu hören, aus dem einfachen Grund, dass ich versuchen möchte, zunächst die Literatur selber zu lesen, bevor ich sie interpretiert bekomme. Das ist aber meine persönliche Strategie. Die hat sich auch nicht geändert. Und ich höre mir dann durchaus ausgewählte Podcasts im Nachgang an. Ich habe schon immer eine sehr gute Vernetzung gehabt, wofür ich sehr dankbar bin. Und ich habe jetzt zwei Dinge erlebt, die besonders wichtig sind. Zum einen, eben schon von Uli angesprochen, die Aufbereitung der Informationen durch das RKI, die ich wirklich exzellent finde und die man wirklich sehr gut nutzen kann. Das würden wir, glaube ich, auch sagen, wenn Tim jetzt nicht hier sitzen würde. Und die Einsicht in die eigenen Grenzen, also zu wissen, dass man nicht der Experte in allen Bereichen ist und möglicherweise auch nicht der Experte für das Exigieren einer Literatur zu jedem Thema, das irgendwie in dem Kosmos, den wir bearbeiten, sei es jetzt in unserer Funktion als Krankenhaushygieniker, sei es in der Funktion in der Krisenstabsleitung oder in sonst irgendeiner Funktion brauchen. Und da habe ich es schon früher immer sehr positiv empfunden, Kolleginnen und Kollegen sowohl im Institut als auch an dem eigenen Standort, als auch deutschlandweit, als auch in Europa zu haben, von denen man weiß, welche Expertise sie haben. Und wenn wir dann sozusagen eine Mosaikexpertise zusammentun aus einer Gruppe, dann kann da, glaube ich, auch vor dem Hintergrund einer sehr hohen Präzision, einer sehr guten Information und nicht nur einer Aggregation von Datensätzen und einer effizienten machbaren Nutzungsweise in Pandemiezeiten etwas Sinnvolles werden. Ja, das war natürlich jetzt eine gute Überleitung zu Herrn Meerpohl mit der Frage, denn Zusammenführen und Bewerten, wissenschaftliches Bewerten von Informationen, das ist ja im Prinzip das Kernstück und das Herzstück von Cochrane. Können Sie das jetzt weit kommentieren? Wie fasst denn Cochrane die Daten zusammen? Oder sind Sie dabei, Studien, Meta-Analysen schon zu Covid zu machen? Ja, vielen Dank für die Frage. Schönen guten Abend. Ich glaube, es ist, wie Sie gesagt haben, hilfreich zu unterscheiden, möchte ich mich informieren, was es so Neues gibt. Und da gibt es, glaube ich, viele Quellen, die Simone Scheithauer und Herr Vogel genannt haben, Twitter und andere, wo man dann gucken kann, was passiert so in der Welt, wo tut sich im Moment was, was gibt es da Neues an der Studienfront zu Covid. Davon zu unterscheiden, und das ist das, was wir uns ja auf die Fahnen schreiben und uns täglich mit beschäftigen, ist eher so einen systematischen Überblick über die Daten und Studienlage zu einer dann auch im Zweifel recht konkreten Frage zu erstellen und das zusammenzuführen. Und da geht man natürlich dann schon ein bisschen anders vor. Dann geht es sich darum, ich höre hier einen Podcast oder schaue dort in die Zeitung oder auf Twitter oder auch in PubMed, was da in den letzten 24 Stunden erschienen ist. Sondern dann geht es darum, mit formal, systematisch, strukturiert entwickelten Suchstrategien in gängigen elektronischen Datenbanken, in denen ja schon auch die Publikationen zu Covid landen, all diese Studien zu identifizieren.
Das heißt, wir suchen dann Datenbanken wie PubMed, Embase und viele andere zu spezifischen Fragestellungen mit dem Anspruch, tatsächlich alle Studien für eine Fragestellung oder ein Problem zu identifizieren. Das sind dann häufig mehrere tausend Treffer, die dann entsprechend gescreent werden und bewertet werden und dann, wie Sie es angesprochen hatten, am Ende des Tages in der Meta-Analyse und systematischen Übersichtsarbeit zusammengeführt werden. Jetzt, wenn ich das noch ergänzen darf, in der Covid-Situation ist es natürlich so, dass die Leute verstanden haben, dass es mühsam ist, wenn man für jede Fragestellung immer wieder die gesamtwissenschaftliche Literatur, wie sie in PubMed hinterlegt ist, suchen muss, sodass Gruppen und auch Cochrane gehört dazu hingegangen sind und ein eigenes Register an klinischer Forschung zu Covid-19 aufgebaut haben oder immer noch aufbauen. Also Cochrane, ich hatte es gesagt, die internationale Cochrane-Gruppe hat dort ein Register entwickelt. Da finden sich im Moment mehr als 32.000 Studien zu Covid-Forschung im Moment, die dort hinterlegt sind. Es gibt eine andere Initiative von Kollegen aus Chile, die noch ein bisschen breiter suchen, auch von meinem Verständnis her Laborforschung zu Covid abbilden. Die sind bei über 75.000 Einträgen, im Prinzip in einer speziellen Datenbank, die sich nur mit Covid-Forschung beschäftigt. Und das sind dann, glaube ich, die Quellen, die sich anbieten, wenn man wirklich gezielt da suchen will und auch einen etwas systematischeren Überblick zu der Studienlage bekommen möchte. Vielen Dank, das ist sehr interessant. Also ich wusste, wenn ich ehrlich bin, gar nicht, dass Sie schon so aktuell dabei sind. Cochrane kenne ich natürlich als sehr genau, aber nicht immer zwingend als tagesaktuell. Wo suche ich denn da, wenn ich die Informationen finden will, die Cochrane so zur Verfügung stellt? Also das, was ich jetzt angesprochen hatte, sind im Moment im Prinzip erstmal Register oder Repositorien von Studien. Das sind noch keine Meta-Analysen. Trotzdem hat Cochrane auch versucht, jetzt natürlich im Rahmen der Pandemie schnelleren Prozessen Fragen zu beantworten. Die genauen Zahlen habe ich nicht im Kopf, aber ich glaube, wir sind innerhalb von Cochrane international jetzt so bei einem guten Dutzend sogenannter Rapid Reviews, also im Prinzip Übersichtsarbeiten, die die Prinzipien der Cochrane-Methodik, der systematischen Übersichtsarbeit und Meta-Analyse berücksichtigen und versuchen im Prinzip diese Prozesse etwas schneller ablaufen zu lassen. Die sind regulär veröffentlicht in der Cochrane Library und findet man auch über PubMed. Findet man aber auch bei uns auf den Webseiten der Cochrane Deutschland Shift und da halten wir auch so Kurzübersetzungen von den Abstracts oder wir nennen das laienverständliche Zusammenfassungen oder Zusammenfassungen in einfacher Sprache vor, um dort im Prinzip das, was innerhalb von Cochrane schon aufgearbeitet wurde, auch zugänglich zu machen. Vielen Dank, da muss ich dringend auch reinschauen. Jetzt kommt noch zum Robert-Koch-Institut, Herr Eggemann. Auch mein Tag beginnt damit, dass ich auf die Homepage des RKI schaue. Und Sie haben ja wirklich viele Informationen, die Sie aufbereiten, verschiedene Gruppen von Lesern und Zuhörern. Wie gehen Sie denn vor am Robert-Koch-Institut? Sie müssen ja, es ist natürlich auch Ihre Aufgabe, bis zu einem gewissen Grad die ganze Information zu sammeln, zu filtern, aufzubereiten. Können Sie das vielleicht kurz schildern? Ja, also vielen Dank für die Frage. Also persönlich, um das kurz vorwegzunehmen, ist es tatsächlich so ein Gemisch. Es ist fast so, wie Simone sagt, dass sich gar nicht so viel geändert hat. Also meine Literatur hole ich persönlich für mich meistens aus SITREP. Das mache ich vorher schon. Das ist, finde ich, eine schöne AMR-Seite, wo aktuelle Literatur jeden Nacht tun, drauf, also bei denen ist es spät abends wahrscheinlich und am Morgen hat man dann das Neueste zu AMR und im Moment hat man relativ gut die Literatur zusammengefasst und was interessant ist, kann man sich dann nochmal richtig angucken und sonst gehe ich auf die Seiten, die sie auch gerade gesagt hat, das Dashboard finde ich auch stark vom RKI, auch nicht nur, weil ich da arbeite, wo man schön die aktuellen Daten sehen kann. Wir haben bin ich persönlich in einer luxuriösen Lage hier am RKI, weil wir nun wirklich umgeben sind von Leuten, die Literatur sich angucken und wir verschiedene Meetings haben, wo Literatur auch teilweise vorgestellt wird noch. Das Vorgehen bei uns intern für diese Papiere, die wir erstellen, also die wir dann ins Netz stellen und die wir als Empfehlungen aufnehmen, wo wir aber auch darauf achten, dass wir im Moment nicht davon sprechen, dass sie evidenzbasiert sind, sondern dass sie expertenbasiert sind. Da achten wir wirklich drauf. Da werden wir teilweise für gefragt, bitte kommen Sie dazu als RKI-Mitarbeiter
und sagen Sie uns, also bringen Sie die Evidenz rein, da sagen wir, das können wir im Moment nicht, weil das ist ein Vorgang, wie Ihnen gerade Jörg Merpel sehr schön gezeigt hat. Das ist ja richtig, als ob ich, also dass ich ein richtiges systematisches Vorgehen machen muss, und das schaffen wir im Moment nicht. Sprich, also unser Wissen, was wir irgendwo da reintun in unsere Papieren, ist Expertenmeinung, die wir versuchen mit der Literatur zu belegen, aber wir haben in den seltenen Fällen, wirklich sind wir so evidenzbasiert vorgegangen, wie wir das machen würden, wenn wir Zeit hätten, um dann zu sagen, wir haben hier eine evidenzbasierte Empfehlung. Und da haben wir den Vorteil, dass wir eine Bibliothek haben, die sehr versiert ist, die diese von Herrn Merpol beschriebenen Methoden drauf hat, die also systematisch Literatur die ganze Zeit für uns sucht. Wir machen auch, also Gruppen von uns sind dabei, auch solche an solchen Rapid Risk Assessments und Rapid Reviews. Aber das sind halt einzelne Forschungsprojekte. Für das, was wir jeden Tag vor Ort legen, können wir das nicht beanspruchen und ist auch, also ist, glaube ich, auch nicht möglich und ist trotzdem schon relativ gut, aber wir müssen das ja auch gelegentlich ändern, weil dann kommt neue Literatur, aber wir können das nicht alles zusammenfassen. Das ist im Moment nicht möglich, tatsächlich jede so eine Empfehlung, und wir haben da bestimmt 80, 90 solcher Sachen im Moment, dass wir dafür dieses strukturierte Vorgehen durchführen. Ja. Ulrich, du hast ja insbesondere über die Twitter beispielsweise und andere Medien, auch über Zeitschriften oder Nachrichtenagenturen oder Nachrichtenoutlets wie BBC gesprochen. Wie zuverlässig findest du denn derartige Informationen? Gehst du dann zurück zur Originalarbeit, die dort zitiert wird, oder stimmt es im Allgemeinen, kann man sich darauf verlassen, dass ein Journalist das schon richtig bewertet? Ich glaube, entscheidend ist, dass man Quellen nutzt, die einem dann auch die Originalarbeit zur Verfügung stellen. Und das ist auch das, was am meistens bei mir dabei rauskommt, dass ich dann direkt auf die Originalarbeit zugreife und sie mir dann auch erstmal selber zuschicke. Ob ich die dann immer lese, ist dann nochmal eine andere Frage, weil Zeit ist extrem knapp und es ist völlig unmöglich, all die Originalpapiere durchzulesen. Das muss ich natürlich ganz klar sagen. Aber entscheidend ist, dass die Sachen verlinkt sind. Und das ist nicht nur auf Twitter so, sondern das ist auch, wenn man jetzt einen Artikel in der New York Times zum Beispiel liest, die oft sehr, sehr gut recherchiert sind, dann ist das auch üblicherweise verlinkt, sodass man dann auf die Originalliteratur zurückgreifen kann. Das sollte man auf jeden Fall auch versuchen, diesen Standard zu wahren. Die DGAM als Fachgesellschaft hat natürlich auch eine gewisse Verpflichtung beim Versuch, die gewisse Informationen weiterzugeben. Können wir noch mehr machen? Also ich finde das hier, jetzt, was wir gerade hier betreiben, eigentlich ein schönes Format. Können wir da noch weitergehen? Herr Eggmanns, haben Sie da eine Ansicht? Kann die DGAM noch mehr dazu beitragen, Informationen in der Gemeinschaft zu verteilen? Ich möchte dazu wirklich nochmal ein Lob aussprechen. Ich bin unabhängig von verschiedenen Leuten hier am RKI angesprochen worden und die mir gesagt haben, dass sie diesen Talk wirklich gut finden. Dieses Format, dass sich ein paar Leute unterhalten, auch die Zeit, dass das nicht so irre lange ist und dass man da reinhört, das machen wirklich, muss ich zugeben, mehr als ich gedacht habe. Also das ist schon mal ein guter Schritt, weil es ein sehr praxisnah halt ist, dass die Leute auch mal klar ein paar Sachen sagen. Da ist ja auch gelegentlich schon was rausgekommen, dass ich sie nochmal gebeten habe, dass was aufgeschrieben wird, was für uns zum Beispiel wirklich hilfreich ist. Solche Sachen. Also es gibt ja so unglaublich viele Quellen, und wenn, müsste ja was geordnet werden, und das ist sehr, sehr aufwendig, glaube ich. Also noch was irgendwo hinstellen ist nicht notwendig. Ich glaube, finden tut man genug. Also wenn man jetzt was macht, muss man, glaube ich, sehr viel Zeit reinstellen, weil wirklich was geordnet und systematisch irgendwie dargestellt werden. Und das ist, also das wäre noch schön. Da weiß ich auch nicht, was die wirklichen Quellen gibt. Vielleicht hat Jörg Merpol da noch ein paar Vorschläge, wenn man halt wirklich wenig Zeit hat, aber verlässliche Informationen hat und sagt, dann kriege ich trotzdem mit wenig Zeit das Wichtigste zu einem Thema raus. Was weiß ich, wenn wir jetzt sagen, gerade zu Aerosolen, gerade mal das Wichtigste rausbekommen und den neuesten Stand. Da kann man stundenlang, könnte man da sehr unterschiedliche Literatur lesen. Aber
das, ob das irgendjemand wirklich im Moment valide und gut hinbekommt, sehe ich nicht und ist, glaube ich, damit wäre eine Fachgesellschaft überfordert, obwohl es natürlich wunderbar wäre. Herr Werbrohr, wollen Sie kommentieren? Ja, gerne. Also ich glaube, das Problem ja ist angesprochen worden und hat vorher schon existiert, existiert jetzt noch potenziert, dass wir alle zu wenig Zeit haben, um die Masse an Literatur zu sichten. Ich glaube, ich will nicht sagen die Lösung, aber ein Instrument, was uns dort helfen kann, ist eben, dass wir nicht mehr uns gezwungen sehen müssen, immer die Primärstudien zu lesen, sondern gute systematische Übersichtsarbeiten. Denn die machen ja nichts anderes, als die Primärstudien zu einer Fragestellung mit einem großen Aufwand zusammenzustellen, Qualitäts zu bewerten und dann auch noch in Form von Meta-Analysen zu synthetisieren. Also ich glaube, das hilft uns schon, wenn wir im Prinzip auf einer Ebene oben drüber arbeiten und erstmal uns die zur Brust nehmen. Und wenn wir dann noch tiefer buddeln wollen, dann können wir natürlich auch in die Primärstudien reingehen. Also das wäre, glaube ich, so eine grundsätzliche Empfehlung fast schon von meiner Seite. Jetzt war das angesprochen worden von Tim Eckmanns, dass es schön wäre, wenn das jemand sortieren würde. Ist eine Steilvorlage für mich jetzt in diesem Fall. Sie wissen, dass es dieses Netzwerk Universitätsmedizin gibt und dass dort verschiedene Projekte gefördert werden. Und wir haben die ehrenwerte Aufgabe aus Freiburg, eines dieser Projekte zu koordinieren. Und das zielt genau darauf ab, ein, wir nennen das Evidenzökosystem zu Covid-19 aufzubauen. Also sprich, versuchen wollen, die Initiativen, die ich zum Teil auch schon angesprochen hatte, da gibt es Menschen, die sich die Mühe gemacht haben, alle Studien überhaupt erstmal zu identifizieren. Manche von denen sind auch schon qualitätsbewertet und wir wollen das versuchen, sinnvoll zusammenzupacken und auszubauen. Also dass wir irgendwann, das ist so das Fernziel, ein Portal haben oder eine Plattform haben, auf der die Studien hinterlegt sind, sodass ich die dort etwas effizienter suchen kann, als wenn ich in PubMed reingehen muss, dass manche dieser Studien, vor allem die wichtigen, großen, randomisierten Studien, qualitätsbewertet sind und ich auch darüber Zugriff habe, dann auf aktuelle systematische Übersichtsarbeiten. Da arbeiten wir im Moment dran in einem großen Team mit 20 Universitätskliniken, aber das ist natürlich auch so ein bisschen methodisches, strukturelles Neuland, was wir dort begehen wollen. Das ist ein großes Konsortium, was im Moment in der Kürze der Zeit in einer Pandemiephase zusammenbringen müssen und koordinieren müssen, sodass wir da durchaus Fortschritte gemacht haben, aber eben jetzt noch keine umfänglichen Ergebnisse haben. Aber die Hoffnung ist da doch, bis zum Frühjahr wirklich auch ein paar nützliche Antworten liefern zu können und vor allem auch einen besseren Zugang zur Information zu ermöglichen. Vielleicht als letzten Aspekt noch die Frage, wie steht denn das mit der Information von Nichtfachleuten? Das ist natürlich ein ganz großes Problem, kennen wir alle. Oder auch mich fragen, zum Beispiel zwei meiner Brüder sind Richter, die fragen mich dann immer, wie ist denn das und wie kann ich das verstehen und wo und stimmt es, was ich da lese? Ich glaube, das RKI macht ja auch einiges. Also wo kann sie denn einen Nichtfachmann am besten informieren? Beim RKI sicherlich. Gibt es andere Quellen, Herr Eckmanns, oder? Wer mal kommentieren? Ich würde gerne was dazu sagen, weil eigentlich, müssen wir hier ganz vorsichtig sein, ist das nicht unsere Aufgabe des Robert-Koch-Instituts. Das Robert-Koch-Institut hat die Aufgabe, die Fachöffentlichkeit zu informieren. Die Aufgabe, die Öffentlichkeit zu informieren, hat die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung in Bonn. Und das, die BZGA, ist klar. Die BZGA ist eigentlich für diese Aha-Kampagnen und diese Kampagnen zuständig. Simone, du wolltest gerade auch was sagen? Nein, ich wollte ehrlich gesagt auch den Auftrag der BZGA da erwähnen, aber das hat ja Tim in seiner Funktion auch schon viel besser gemacht. Ich versuche mal auf die Fragen, die sich so gestellt haben, noch vielleicht das eine oder andere Detail mit zu ergänzen. Also ich bin wirklich sehr stolz, dass ich auch an dem durch Jörg Meerpohl geleiteten Projekt einen kleinen Beitrag dazu leisten kann. Und da sind auch andere Vertreter der DGHM mit involviert. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn dieses System der lebenden Evidenzsynthese, Jörg, korrigiere mich bitte, wenn ich das falsch kommentiere, wenn sich das als lebensfähig erwiesen hat. Und ich finde, das klingt erst einmal sehr, auch wirklich bezogen auf eine Pandemie, als sehr sinnvoll, dass man sozusagen sukzessive diesen Burden of Knowledge da ergänzen kann. Dann wäre das vielleicht eine Option, dass sich dort eine Fachgesellschaft mit pointierten Fragestellungen auch engagiert. Und wir hatten ja durchaus in dem NUM auch einen Antrag gestellt, sozusagen aus der DGHM, der ein bisschen mehr als Informationsstrategie, Politik an die Öffentlichkeit ging.
der nicht sozusagen dann fliegen durfte. Aber wir haben schon mal überlegt, ob wir das vielleicht mit einem anderen Projekt, das ebenfalls in dem NUM läuft, das sich Surveillance- und Teststrategien widmet, ob wir da eine Synthese zu dem COSYS von Herrn Meerpohl hinbekommen. Und das wäre dann möglicherweise, weil ja Surveillance nun ein ganz zentrales Thema und Testen auch der DGHM ist, eine Möglichkeit, dass sich da die DGHM noch etwas weiter einbringt. Ich kann vielleicht noch berichten, dass wir in der KRINKO natürlich auch überlegt haben, will die KRINKO, kann die KRINKO und soll die KRINKO sich sozusagen die Mühe machen, eine Stellungnahme, eine Richtlinie, wie auch immer es genannt wird, zu kompilieren. Und wir sind aus den von Tim Eckmanns eben schon so vortrefflich beschriebenen Gründen, weil wir nicht glauben, dass wir etwas, das dann noch aktuell und evidenzbasiert ist, zu dem Zeitpunkt, zu dem es dann verabschiedet wird, wenn wir die klassischen Vorgaben einhalten, herausgeben können, davon abgewichen und haben einfach die Erkrankung Covid-19 und SARS-CoV-2 in zwei KRINKO-Papieren mit reingebracht mit den entsprechenden Maßnahmen. Ich denke, zu der Fragestellung, wie die DGHM sich noch positionieren kann, also ich bin auch ziemlich begeistert von diesem Format und denke, das sollten wir über die Pandemie hinaus retten. Das wäre zumindest mein Wunsch, weil ich glaube, dass das durchaus nicht nur in einer Pandemie lebensfähig ist. Und die zweite Idee ist, dass wir jetzt versuchen, ein Survey zu Managementstrategien der Surveillance zu machen aus der Fachgruppe heraus. Möglicherweise ist das auch eine Art Proof of Concept, ob das von einer hohen Mitmachrate begleitet wird, ob uns das Erkenntnisgewinn liefert, der vielleicht nicht so in wissenschaftlicher Literatur zu finden ist, sondern eher in der Operationalisierung. Und das sollten wir dann auch evaluieren, ob das vielleicht eine Strategie für die Zukunft ist. Ja, vielen Dank, Simone. Da müssen wir vielleicht nochmal länger getrennt drüber reden. Aber darf ich weiter, Herr Eckmanns, das noch abschließend fragen, wer füttert denn die BZGA? Bereiten die selbst ihre Informationen auf oder hängen die doch irgendwie am RKI mit dran? Na, die bereiten schon selbst sie auf. Wir sind im engen Austausch zu den Papieren, die sie machen. Die in Kampagnen und dergleichen geben die natürlich in der Regel nach außen. Aber inhaltlich werden die Sachen aufgearbeitet. Besonders sieht man das, die haben Papiere zu MRSA und diesen Klassikern, die werden dann bei uns geschrieben und von denen quasi aufbereitet, so dass sie für die Öffentlichkeit auch lesbar sind. Und jetzt hier gibt es schon einen ziemlich engen Austausch. Bei uns im Krisenstab ist immer jemand, in der Regel die Leitung, die Präsidentin der BZGA dabei. Also dass das schon gut parallel läuft, aber ist halt nicht wie in einem Institut und ich glaube, das ist auch manchmal dadurch gar nicht so leicht einfach, dass, also weil das muss inhaltlich ja schon sehr stimmen und es ist ja im Moment, ja im Grunde muss es dieses Komplexe, was wir hier so kennen, was man im Krankenhaus kennt, muss runtergebrochen werden, dass es da draußen viele Leute einfach ist. Und ich finde, mit der AHA-Regel ist das wirklich gut gelungen. Die kennt jeder und das weiß jeder und das ist jetzt gut. Jetzt wird es schon ein bisschen komplizierter mit AHA und L und dann noch ein weiteres A, was aber also solche Sachen, aber sonst ist vielleicht auch ein bisschen zu wenig sogar davon rübergekommen. Oder erwarten wir uns manchmal, dass so ein bisschen mehr von denen kommen würde, aber das sind schon wieder Sachen, die wir hier rausschmeißen. Ja, aber die Konkurrenz ist ja einfach furchtbar groß, was alles auf einen einprasselt, muss man vielleicht auch dazu sagen. Ulrich, wolltest du jetzt noch was sagen? Vielleicht eine Rolle, die eine Fachgesellschaft wie die DGM einnehmen kann in so einer Zeit, die so extrem dynamisch ist, ist vielleicht zu koordinieren, was an den einzelnen Standorten an Kommunikation für die eigenen Mitarbeiter generiert wird. Ich möchte nicht wissen, wie viel Informationsblätter, kleine Filmchen oder Ähnliches zum Ausziehen von Schutzausrüstung oder zur Wirkungsweise von Masken oder jetzt demnächst vielleicht auch zu dem Thema Impfen generiert werden, um die eigenen Leute zu informieren. Ich denke, man könnte in einer Fachgesellschaft es koordinieren, dass das ein bisschen zusammenkommt, man sich gegenseitig unterstützt und auch vielleicht inspiriert in dem, was man da an Öffentlichkeitsarbeit macht. Müssen wir nochmal besprechen. Ja? Simone, du wolltest noch was sagen und dann noch Herr Eckmanns und dann glaube ich, immer mal. Danke. Ich glaube, Tim wollte direkt auf Ulis Kommentar antworten. Dann würde ich ihm den Vortritt geben. Danke, genau. Aber das ist ja genau das, was unsere Aufgabe sein müsste. Also bevor ihr als Universitäten anfangt, weil das ist ja Fachinformation. Und wenn ihr, da müsst ihr auch so ungefähr dann mal sagen, Leute, könnt ihr nicht
könnt ihr nicht mal das und das machen? Zum Beispiel solche Filme haben wir eigentlich auch gedreht. Und die stehen da und die sind dann natürlich auch zur Verfügung. Die sind ja nicht zum Spaß machen wir die, sondern die machen wir genau für euch, für die Kliniken. Und genauso, also das, was für Krankenhäuser, was für eure Mitarbeiter, das ist eigentlich unsere Aufgabe. Und das sollte einmal gemacht werden am RKI. Und dann steht das für euch zur Verfügung, dass ihr eure Arbeit machen könnt und euch nicht noch mit sowas zu beschäftigen. So sollte eigentlich die Arbeitsteilung sein. Und da müsst ihr auch an uns dann ranreden. Super, vielen Dank. Simone? Ja, dann erlaube ich mir doch, darauf direkt zu antworten. Also ich finde Ulis Vorschlag extrem gut. Und gleichzeitig kann ich mich Tims Begegnung darauf anschließen. Ich kann auch weitergeben, wenn wir Wünsche geäußert haben, was wir durften ans RKI, hat das RKI darauf immer reagiert. Das ist korrekt. Aber ich glaube, es gibt, und ich bitte das jetzt nicht falsch zu verstehen, ein Gap. Es gibt die Flughöhe des RKI, die wirklich sehr hoch ist und auch hoch sein muss. Und die immer einen übergeordneten Blick hat. Und es gibt die konkrete Umsetzung an der Ort und Stelle. Und es gibt da ganz oft konkrete Probleme, die uns den Alltag erschweren. Das sind gar nicht die wissenschaftlichen Probleme, das sind gar nicht die inhaltlichen. Und ich glaube, dazwischen ist noch etwas, sodass wir nicht umhin kommen, auch eigene, zumindest Abwandlungen eurer Vorgaben umzusetzen oder aber auch komplett eigene Themen zu adressieren, bei denen ihr euch wahrscheinlich fragt, warum ist das überhaupt ein Thema? Und selbst da wäre es, glaube ich, sehr gut, es gibt Vorgaben aus einer Fachgesellschaft, aber auch da wage ich zu bezweifeln, dass wir die im Detailgrad ausrollen können, weil es da auch unterschiedliche Sichtweisen im Detail gibt oder einfach auch unterschiedliche Spezifika an verschiedenen Orten. Ich möchte das nicht kleinreden. Ich halte die Idee für sehr gut. Ich halte auch diese Vernetzung für sehr gut. Aber ich glaube, dass wir nicht umhinkommen, und ich möchte es vielleicht positiv formulieren, das gemeinsam zu machen. Und das ist ja auch etwas, was wir, ich sage es jetzt noch einmal, in diesem Projekt, das uns sozusagen ein bisschen von der Politik gezwungen hat, dass ganz viele Unikliniken bei uns 25 zusammenarbeiten, was wir da vielleicht versuchen wollen, dann auch zusammen mit dem RKI in manchen Bereichen einfach die Information von beiden Seiten, wenn ich so nennen möchte, zusammenzubringen. Ich glaube, dass da beide Seiten auch voneinander gut profitieren können. Vielen Dank. Ich glaube, das war es auch wirklich ein gutes Schlusswort, Simone. Wir haben die verschiedenen Aspekte meiner Ansicht nach gut beleuchtet und es war für mich auch wieder sehr interessant zu sehen, wie verschiedene Kollegen aus verschiedenen Richtungen da herangehen. Vielen Dank, das war wiederum sehr informativ. Und damit bedanke ich mich bei meinen Gesprächspartnern und wir verabschieden uns für heute. Bis zum nächsten Mal. Danke dir. Tschüss. Danke, ciao.